Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns euer Horoskop für den Januar 2023 an. Auf diesem Kanal werden jeden Tag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Zusätzlich wird es noch Wochen- und Monatshoroskope geben. Um keine Horoskope zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Mit deinem Sinn für Humor, deinem gütigen Herzen und deinem inneren Kompass, der die besten Events und Partys erkennt, bist du ein Freund, den jeder gerne haben möchte, lieber Fisch. Freundschaft und dein soziales Leben stehen im Vordergrund, wenn das neue Jahr beginnt und die Sonne durch den Steinbock wandert. Du könntest neue Freundschaften schließen oder dich mit anderen abgrenzen. Teamarbeit und Gruppenprojekte stehen im Mittelpunkt und du setzt dich für eine Sache ein, die dir am Herzen liegt. Zeit mit Menschen zu verbringen, die du bewunderst, und etwas Sinnvolles zu tun, ist für dich jetzt besonders wichtig. Wenn sich Venus und Pluto am 1. Januar im Steinbock treffen, triffst du einflussreiche Menschen, die deine Hoffnungen und Träume für die Zukunft teilen. Der rückläufige Merkur im Steinbock verbindet sich am 2. Januar mit deinem herrschenden Planeten Neptun in deinem Zeichen und inspiriert eine Atmosphäre der Laune und des Staunens. Du könntest auf faszinierende Weise mit der Vergangenheit verbunden sein. Kreativität fließt und schöne Botschaften werden geteilt. Der rückläufige Merkur ermutigt uns, langsamer zu werden und auszuruhen, also nimm dir Zeit zum Entspannen. Vielleicht lernst du in dieser Zeit jemanden kennen, der dich sehr inspiriert. Am 3. Januar tritt Venus in den Wassermann ein, und du sehnst dich nach einer privaten Auszeit mit einem Liebhaber. Oder du möchtest alleine an einen ruhigen und abgeschiedenen Ort reisen. Verborgene Sehnsüchte werden zu dieser Zeit erforscht. Wenn Venus am 4. Januar mit deinem anderen Herrscherplaneten Jupiter, der jetzt im Widder steht, in Kontakt kommt, könnte ein schönes Geschenk auf dich warten. Am 6. Januar findet ein Vollmond im Wasserzeichen Krebs statt, der eine Situation, die sich in deinem Liebesleben zusammenbraut, auf den Höhepunkt bringt. Dies ist ein aufregender Vollmond für die Liebe. Du könntest mit einem Schwarm die nächste Stufe erreichen oder dich mit einem etablierten Partner auf bedeutsame Weise verbinden. Du könntest ein kreatives Projekt abschließen, und wenn du das Gefühl hast, dass du in letzter Zeit nicht genug Spaß hattest, kannst du im Licht dieses Vollmonds die Sau rauslassen und feiern. Deinem Herzen zu folgen und zu feiern, was und wer dir wichtig ist, ist jetzt ein großes Thema. Die Sonne trifft am 7. Januar auf den rückläufigen Merkur und du erkennst etwas Wichtiges über dein soziales Leben oder deine Freundschaften, und es kommt zu unerwarteten Begegnungen, wenn der rückläufige Merkur am 8. Januar auf Uranus im Stier trifft. Eine starke emotionale Veränderung findet in dir statt, wenn sich Venus am 9. Januar mit dem rückläufigen Mars in Zwillinge verbindet. Du kannst einen Schub an Selbstvertrauen oder ein Gefühl der Gewissheit spüren, was du willst und wie du es bekommen wirst. Der rückläufige Mars endet am 12. Januar und bringt dich mit einem Plan voran, der dein Zuhause, deine Familie oder dein Privatleben betrifft. Du kannst mit jemandem in Kontakt treten, der dich inspiriert, oder ein neues Hobby oder Interesse entdecken, wenn sich die Sonne am 13. Januar mit Neptun verbindet und Venus am 15. Januar mit Uranus zusammentrifft, was zu einer unerwarteten, aber bedeutungsvollen Diskussion führt. Venus ist der Planet der Liebe, des Geldes und der Schönheit, und sie hat auch mit unseren Werten zu tun. Im Quadrat mit dem Joker Uranus könnten wir feststellen, dass sich unsere Vorlieben ändern oder dass die alte Art, Dinge zu tun, nicht mehr funktioniert. Der rückläufige Merkur endet und die Sonne trifft am 18. Januar auf Pluto und ein Gespräch über Freundschaft oder Hoffnungen für die Zukunft kann endlich in Gang kommen. Es könnte sein, dass du zu dieser Zeit mit jemandem in Kontakt kommst, der sehr einflussreich ist. Am 20. Januar beginnt die Wassermann-Saison, in der du deine gewohnte Routine umkrempeln kannst, um mehr Zeit zum Ausruhen zu haben, besonders während des Neumonds im Wassermann am 21. Januar.
Du wirst vielleicht mit deiner inneren Stimme in Kontakt treten oder dein Schatten selbst auf eine wichtige Weise erforschen, und dies ist ein starker Neumond für Tagebuchführung, Meditation oder eine spirituelle Reise. Neumonde symbolisieren Neuanfänge, und für dich, Fische, steht ein emotionaler Neuanfang an, bei dem du vielleicht etwas von der wassermannischen Losgelöstheit spürst. Am 22. Januar trifft Venus im Wassermann auf Saturn und du nimmst dir vor, mehr Zeit für Ruhe und Entspannung zu schaffen. Saturn ist der Planet der Verantwortung, aber eine unserer wichtigsten Aufgaben in der heutigen Zeit ist es, Raum zu schaffen, um von der Arbeit abzuschalten und zu entspannen. Die Rückläufigkeit des Uranus endet am 22. Januar und du könntest auf eine geniale Idee kommen. Vielleicht knüpfst du zu dieser Zeit auch auf unerwartete Weise Kontakt zu einem Nachbarn oder zu deiner Nachbarschaft. Die Sonne verbindet sich am 24. Januar mit Jupiter und sorgt für eine Atmosphäre des Überflusses, und du könntest viel Glück mit Geld oder anderen materiellen Dingen haben. Venus tritt am 27. Januar in dein Zeichen Fische ein, wodurch du dich besonders attraktiv fühlst und gute Aussichten für dein Liebesleben hast. Die Leute könnten dich absolut unwiderstehlich finden. Es ist auch eine gute Zeit für ein Makeover, einen Einkaufsbummel oder eine Gelegenheit, dich einfach mit Kunst und Schönheit zu umgeben. Am 29. Januar trifft die Sonne auf Mars und du arbeitest auf ein finanzielles Ziel hin oder klärst ein Problem zu Hause oder in deiner Familie. In jedem Fall stehen Themen wie Sicherheit und Komfort ganz oben auf deiner Prioritätenliste, und die Energie rund um deine Ziele ist sehr produktiv. Der Kommunikationsplanet Merkur verbindet sich am 30. Januar mit dem strahlenden Uranus und du erfährst aufregende Neuigkeiten oder denkst dir einen genialen Plan aus. Du könntest auf eine Diskussion zurückkommen, die um den 8. Januar herum stattgefunden hat. Auch hier sind Geld, dein Zuhause und dein Privatleben Themen, die du besprechen und berücksichtigen solltest. Astrologen sprechen in der Regel nicht darüber, wie klug und selbstbewusst Fische in Sachen Finanzen und Vermögensverwaltung sein können, aber deine Herangehensweise an diese Themen kann diesen Monat besonders brillant sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Schaue morgen wieder vorbei, um dein neues Horoskop zu sehen. Bis bald.